Ihr habt Interesse an diesem oder an anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei Gamesplanet vorbei. Oh Mann, wie pixelgenau muss man denn bitte sein? Nein. 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 Ja. So, die sollen nämlich immer von der Seite auffahren. Nein. Nein. Oh Mann, genau dieses Ding ist an so einem schlechten Platz platziert. Oh, das könnte vielleicht sogar funktionieren. Warte mal. Nee, nee. Ja. Nein. Ja. Nein. Warte mal, von wo will ich denn... Oh Gott. Von hier. Das Ding hier. Ha! Da, 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 da. Das heißt, das Ding. Das Interface ist viel zu voll, Alter. So. Gut, dass es den First-Person-Mod gibt. Dann genau das Schlitzer-Symbol. Das ist so nervig. Aha. Okay. Und jetzt sollten sie nämlich auffahren. Und jetzt ist der Verkehr hier komplett voll. Tolle Soße. Kreuzungsbeschränkungen. Nein. 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 Nicht doch. Nein. Nein. No people. No people. Oh Mann, das System ist komplett zu. Keine Chance, Alter. Nicht du Einzelner, sondern die ganze Fahrbahn, bitte. Wo wollt ihr denn alle hin? Oh, die wollen alle hier drauf und dann wieder runterzufahren. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Oh Mann. So, ganz ehrlich. Dann läuft der Hase jetzt halt eben so rum. Dann zwinge ich euch halt eben hier drüber zu fahren. Es ist mir egal, wie ihr da ankommt. Obwohl, so ganz egal ist es mir nicht. Wir ändern da jetzt schon noch ein bisschen was dran. Die Dinger sind so cool. Small heavy roads. Ah, okay. With turning lanes. Wäre das nicht perfekt hierfür? Guck mal hier. Wenn man das jetzt einfach mal so macht. Bams. Was macht ihr? Kann es sein, dass hier noch ein Fahrspurverbinder? Nein, ist er nicht. Okay, ihr seid einfach nur verwirrt. Die wissen nicht so ganz, auf welche Spur sie sollen. So. Oh, hier ist sogar noch ein Ampelsystem. Weg. Und hier sogar auch. So. Das System hier ist nämlich deutlich schneller mit Verteilen. Hier können wir sogar noch ein bisschen was drauflegen. Nehmen wir jetzt einfach mal hier. Ist das eigentlich auch größer? Hm. 8-Lane-Roads. Oh. Oh. Hups. Ja gut, das ist deutlich. Alter, sind die groß. So,
So geht Auto, so geht Abfahrt. Ja. Oh, jetzt sind hier Ampeln entstanden. Du willst mich doch verarschen, oder? Ampel weg. Jetzt. Okay. Feiere ich so ein bisschen hier. Das hier. Warte mal, können wir denn die hier... Four-Lane-One-Way. Okay, das ist natürlich schon krass. Guck mal hier. Drei Wege abbiegen. Mit einer Ampel. Oh, Mann. So. Jetzt können nämlich immer zwei gleichzeitig abbiegen. Theoretisch. Wenn man sich immer dran halten würde. Ich helfe denen mal ein bisschen. Du fährst da auf. Du, oh Mann, mit diesem Mod geht einfach so viel mehr. Du fährst nach da und du fährst nach da oder nach da. Ach so, ja. Fahrspurverbinder. Du nach da. Du nach da und du nach da. Oder in diese beiden Richtungen. Richtung. Oh Mann. So. Es dauert natürlich jetzt Ewigkeiten, bis sie begriffen haben, was ich von denen will. Aber das sollte eigentlich den Verkehr lösen. Theoretisch. So. Hier werden jetzt irgendwie Gebäude verkauft. Achso. Die wurden leicht in Stücke gerissen durch die neue Einteilung. Gut, damit haben wir aber schon wieder. Nicht genügend Kunden. Tja. Pech gehabt. Gut. Boah, das hat das jetzt auf jeden Fall in einem Schlag gelöst. Vor allem, weil man jetzt einfach mal mehr als genug Abbiegespuren hat. Aber finde ich gut, den Mod. Könnte ich wahrscheinlich auch in den Städten hier riesengroße Probleme lösen. Obwohl, momentan geht es eigentlich. Es rollt eigentlich überall. Naja, das hier stört mich, dieser Riesenverteiler hier im Stadtzentrum. Naja, okay. Hier ist irgendwie noch so ein klaffendes Loch. Ja, mach mal leer. Mach mal leer, Baby. It's talk about Schnee, Baby. Let's talk about all the cold things and the wet things that may be. Let's talk about sex, Baby. Was? So. Das kann man gerade weg. Das kann, glaube ich, auch weg. Stopp. Pause. Freio. Gottchen. Okay. wir brauchen jetzt hier noch Gebiet. Gebiete. Oh Gott. So. Das heißt, das klemmen wir einfach mal da dran. Nicht anschließen, bitte. Ich habe gesagt, nicht anschließen. Aber da... Sehr schön. Ja, du musst es weichen. Das hatte seine Gründe. Du musst weichen, Dämon. Warum? Es hat seine Gründe, Jung. Halt die Fresse und verbiss dich. Gut, wenn du das sagst. Tschüsschen, bye bye. Mach noch eine schöne Dach, ne? Spinn da mal weg. Spinn in der Kneipe nebenan, wenn mich einer sucht. Nee, nee, nee. Keiner sucht dich. Was ist eigentlich mit mir los? Es könnte vielleicht daran liegen, dass es 2 Uhr nachts ist. Was? Ich... Samstag, 2 Uhr nachts? Nein, ich arbeite da nicht. Überhaupt nicht. Was? Ja, ich bezeichne das als Arbeit. Kreuzungsbeschränkungen. Das ist eine Fahrzeugbeschränkung. Ich will natürlich das auch hier aktivieren. Aktimell. So. Fahrt, meine Kinder. Fahrt einfach. Umso schneller sollte das hier von dannen gehen. Obwohl sich das jetzt eigentlich ganz gut entlastet hat. Finde ich gut.
Boah, hier bremsen die ja voll aus, Alter. Was ist das dann? Fahrt. Fahrt so schnell ihr könnt. Auch hier. Fahrt einfach. 60, ey. Ganz ehrlich. So. Auf den Straßen macht es nämlich nur Sinn, dass sie hier Kette geben können. Kommen sie nämlich auch vorwärts. Aber hier läuft es jetzt. Das mischt sich ganz gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut, Tatsache. Problem ist, die Straßen hier kann ich nicht ändern, weil da die Straßenbahn drüber fährt. Ist das der Zoo? Ja. Alle Kölner werden sich jetzt den Arsch ablachen. Alle anderen zieht nach Köln. Wenn man den Witz kennt, ist er gut. So. Sehr schön. Ich habe den, glaube ich, auch schon mal gebracht im Let's Play, aber ich glaube nicht, dass sich da einer dran erinnert. So. Was willst du? Achso. Bing. Sehr schön. Sehr schön. Warum fährt hier keiner? Da, nee. Warum macht hier keiner Schnee weg? Warum bist du so dumm? Wow. Das war schön, der ganze Exit-Verkehr läuft eigentlich nur noch hier rüber. Wie viel Exit-Verkehr ist das denn? Das sind unterirdisch zwei Spuren, ne? Da könnte man ja theoretisch mal ganz locker flockig das Ganze upgraden auf ein Zweiersystem. Ja, ganz ehrlich. Wenn die Last darauf immer größer wird und hier trennt sich das Ganze dann natürlich. Und dann gehen wir jetzt nämlich hier in die Geschwindigkeitsbegrenzung und setzen die auf volle Bulle. Was ist das für eine Straße? DFRJ, ich weiß nicht, wo wir in Straße sind. Okay, das war das. Okay. Jut. Ist auch schön, die treffen auf die Straße. Hit it! Okay, jetzt kommen die nämlich zweispurig hier raus. Das sollte das Ganze etwas verbessern. Ich kann doch, warte mal, wenn ich hier reingehe, habe ich doch auch einen Mod für installiert. Da muss man einen Mod für installieren, dass man in dem Abrissmenü hin und her wechseln kann. Aber das macht das Ganze sehr, sehr praktisch. So. Aber Verkehr ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Nö, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, ein bisschen hakelig ist es. Ja, meine Güte. Aber daran liegt es im Endeffekt ja nicht. Daran liegt es aber zum Beispiel. So. Jetzt läuft auch das. Hier eine Geschwindigkeitsbegrenzung drauf. 9. Kurve ist nur zu eng. ...39 Autos fahren hier, müssen hier einmal rumfahren, weil sie hier nicht crossen dürfen. Und manche Idioten machen es trotzdem. So. Sehr schön. Das gefällt mir echt gut. Okay, jetzt haben wir mal wieder eine Stunde, fast eine Stunde lang gebastelt. Wir müssen, glaube ich, mal wieder vorwärts kommen. Die Wohngebiete schnellen wieder mal nach oben. Das heißt, wir können jetzt auch mal ein bisschen was in den Vibe von den Wohngebieten mit dem europäischen Baustil kommen. Das heißt, wir fangen damit jetzt mal an. Oh Gott, hier liegt noch mehr Last hier drauf. Das wird lustig. Wir nehmen direkt mal die Straße. Runter. So. Achso, das hier muss jetzt natürlich wieder wachsen. Das heißt, wir machen es theoretisch wie eine Stadtmauer. Die sind nämlich normalerweise immer rund. Also ungefähr so. Kreisverkehr. Großen, dicken Kreisverkehr in die Mitte. Wir brauchen Schatzi. Schatzi, wir brauchen Kreisverkehr.
Jo, Dieter, ich hab noch einen im Garten liegen. Kann ich den haben? Ja, natürlich, Dieter. Kennt wieder keiner.